Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Bin noch ein bisschen krank, aber es geht schon wieder. Es geht wirklich noch. Ja. Habe auf jeden Fall kein Corona. Also zumindest, also hätte mir irgend so ein Arzt gesagt, du hast Corona, hätte ich gesagt, okay. Diesmal glaube ich. Du hast dich auch so angehört auf jeden Fall. Ja, man hört es auch noch ein bisschen, ne? So. Wollen wir rausgucken? Rausgucken, geile Sachen sind gekommen. Alter, übertrieben geil. So Mr. Diesing, gucken wir jetzt wieder. Warst du beim Friseur noch Düse? Ja, ne? Sieht man das? Ja, also ein bisschen Fleisch. Der setzt schon mal die Mütze auf, man sieht hier bloß die Ecke ein bisschen weg. Aber es ist gerade was Geiles gekommen, und zwar aus Spanien. Ich bin eigentlich nur kurz hier, um mal nach dem Rechten zu sehen. Du weißt ja, wie es ist, selbst und ständig. Und eigentlich habe ich ja gesagt, wir kaufen jetzt keine alten Wanzen mehr. Ne? Weil wird sonst immer schlimmer. Ne? Hier steht der Fund. Ja gut. Also eben oder andere rum. Ich meine, es verkauft sich auch. Das muss man auch sagen. Aber es dauert länger. Aber irgendwie hängt da halt ein bisschen mehr Herzblut dran. Sollte man als Händler eigentlich nie machen. Ist eigentlich aus wirtschaftlicher, geschäftlicher Sicht eher falsch. Man muss da eiskalt sein und sagen, ich nehme nur das, was Geld bringt. Ich sag's dir so, wie es ist. Gerade über das G-Modell und so, was dann auf der Bühne klemmt, wo wir auch gerade wieder einen Abfuck hatten wegen den Anlasser, der ewig nie kam. Oder Postbote damit spazieren gefahren ist. Eine Woche lang oder so, keine Ahnung. Und Teile, die nie gekommen sind. Ja. Wenn du das ausrechnest, dann darfst du nicht drüber nachdenken. Ne? Da legst du drauf. Aber das war einfach wieder mal zu geil. Und das Auto feiere ich, habe ich schon gefeiert, als ich noch Lehrling war in einer Restaurantkette zu Anfangs. Und die hatten so ein Ding, um ihre Imbisswagen zu ziehen. Geil. Aber als GR-Modell. Und jetzt wissen schon viele, was los ist. Und jetzt fängt man einfach mal rüber und macht mal einen kleinen Porn, wie geil das Ding aussieht. Ab jetzt. Ganz ehrlich, das Ding ist wirklich original. Ich glaube, erste oder zweite Hand aus Spanien. Ich glaube, Tarragona oder so kam das Ding her. Also ich würde es mal ohne Übertreibung, ich glaube, die letzten 10 Jahre hat die Karre keiner gewaschen. Keiner ausgesaugt, keiner gewaschen. Überhaupt nicht, nee. Nur benutzt. Das Geile ist einfach, genau, nur benutzt. Hat erst 113.000 runter. Man sieht an den ganzen ITV-Inspections, also sprich an den spanischen TÜV, kann man die Kilometerstände, ist eine Datenkarte dabei, also Kilometerstand stimmt. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein übelstes vielfacher Auto, ne? Das war halt mehr, ich sag mal, auf Offroad-Straßen unterwegs. Mhm. Weil der geht von den Beschädigungen her, also ganz so extrem ist es glaube ich nie. Ich hab's ja gesehen, wo wir das Ding gekauft haben, hier so ein paar Blessuren, aber das brauchst du halt, das sind Kampfspuren, ne? So, das muss halt an so einem Auto sein. Und ganz ehrlich, guck mal hier rein. Ich bin da alleine schon, wo ich das Ding gekauft habe. Da ist Lenkrad, Kunde. Ich könnte durchdrehen. Guck so mal, gut. Ist das geil? Vor allem, schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, ja. Oder vielleicht auch besser so. Aber hier stinkt es einfach mal komplett nach Diesel hier drin. Also so einen leichten Dieselgeruch hast du. Ja. Ja, so unterschwellig. Hier riecht es nach spanischen Sand und Sonne. Mhm. Und Sangria. Ja, wirklich, ne? Es ist so geil. Könnte ich schon wieder... Alter, was ist denn hier los? Hier liegt da noch was drin. Oh, echt? Das Radio Bedienteil hat sie noch nicht. Wie geil ist das? Es ist einfach geil. Der hat ohne Klima. Und das hier oben ist kein Spaß, das ist absolut ernst gemeint hier. Ne? Also mit dem Auto geht halt fast alles. Das ist schon übel. Weißt du, ob der angeht? Weil ich habe keinen Plan. Ja, der müsste angehen. Der müsste angehen. Der orgelt zwar ein bisschen, aber dann geht er. Okay. Ja, machen wir an. Die Vorglühkontrolle alleine hier unten. Also, das kleine Wendel hier unten rechts. Wo ist er? Ah ja, hier unten, ja. Warte mal, es hat uns schon dreimal hochgeglüht jetzt. Geil, oder? Oh. Ja.
Aber ey. Wie ein Uhrwerk, oder? Geil. Schweinegeil. Der läuft gut, ne? Ja. Sehr, sehr gut, Leute. Aber guck mal, du musst ja mal hier. Ich glaube, Baujahr, ich weiß nicht, 88, 89, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, nee, 94, 93. 93? Ja. Sicher? Ja, steht genau da drin. Zumindest. Okay. Dann sind das also direkt aus den, naja, letzten 28 Jahren. Ja. Ja, das stinkt total jetzt schon nach Abgas. Oder? Ja, übelst gut, oder? Gibt es da so Leute, die dann sagen... Ja, ja. Gefällt mir. Ja, wie die Bude muchtet, Alter, Wahnsinn. Unglaublich. Ja, genau. Geil, oder? Überragend. Qualmt ein bisschen dolle. Für meinen Geschmack, aber mal sehen. Naja, wenn der kalt ist, denke ich mal, oder? Ist das normal? Was ist denn hier los? Na, das ist auch gut. Alter! Ah, das ist die originale Folie da unten, oder? Ja. Irgendwie ist da noch eine Folie drauf, ne? Ja. Alter, hier ist was los. Also ich weiß nicht, ob wir den jemals wieder sauber kriegen. Auch was passiert, wenn es direkt drin hängt? Ja, oder hier. Hab ich auch gesehen, aber hier, das ist auch sehr deutsch auf jeden Fall, das Ganze. Oder sehr spanisch. So, bisschen und dann ist gut. Ja. Dann hält die Scheiße wieder. Aber trotzdem. Bei dem Auto kommt es nicht drauf an, ob der schön ist. Bei dem Auto kommt es drauf an, ob es Spaß macht, wenn du durchs Geländer eierst. Und das macht es mit Sicherheit, ne? Ja, also die Rückbank. Das sieht ja aus wie so ein altes Sofa. Ja. Alter, geil. Hier kannst du mit den Knien die Ohren zuhalten, wenn du so sitzt hier drin. Und oh, das ist ja fast wie in der Eisenbahn hier. Schön sitzt hier da. Wie in der Eisenbahn. Geil. Ist das ein Licht- oder ein Rauchmelder, Kunde? Das ist ein Rauchmelder, ja. Ach, guck mal. Oh. Ne. Jetzt wird's wild. Wie beim Camping, ne? Alter, geil, ne? Campinglampe. Und hier oben nochmal die ganzen Lüftungsdüsen, ne? Da haben sie so ernst gemeint, ne? Ja, das sind einige, ja. Alter, wenn du hier und da, also wenn du hier die Klima volle Bulle machst, nee, das ist erst Nacken. Das ist erst gar auf der Nackenheizung unter der Lüftung. Das ist der, Mercedes hat das gar nicht von Audi kopiert, sondern von Nissan. Genau. Das ist hier der Erstgar-Vorläufer. Was gibt's denn hier noch? Oh, guck mal, der Polierlappen. Oh, die haben Alter, vom Holm. Der ist wie neu, der ist vom Montag. Ja, genau. Heute ist Montag, Kunde, der Lappen ist neu. Den geht beim Holm. Komm, riech mal, wasch mal, wasch dir mal mit ins Gesicht, Kunde. Gib das ein Holm. Oh, guck mal hier für den Vibrator. Ach, jetzt wird's wild. Die kannst du ja mal einen Antrieb geben. Steck dir das mal in deine Jackentasche. Oh, geh weg. Komm mal her hier. Oh. Tu das mal hier in deine Jacke rein. Vergesse ich das selbst. Ja, genau. Und heute Abend fragst du dich dann, wieso hab ich das wieder geklaut. So, mal gucken, ob hier noch geht. Ich bin schon 30 Jahre hier hinten drin. Hier liegt ein Haufen anderer Scheiß drin rum. Oh, eklig. Aber geil. Hier noch ein paar Kippen, bisschen aufrufen. Nee, danke. Okay, dann mach ich die mal zu. Oh, hier. Lebensmittelrester. Oh. Was haben wir hier Schönes? Leider ist mein Spanisch ein bisschen schlecht. Ich kann nur das mit dem Bier. Wie war es gleich? Warte mal ganz kurz. Ich war schon so lange in Spanien. Ist mir letztens so aufgefallen, ne? Dass sie seit 2 Jahren nicht mehr geflogen sind. Wegen fucking Corona und halt auch Kind gekriegt, ne? Mhm. Da haben wir eh gesagt, gut, fliegen eh nicht jetzt. Und jetzt habe ich gesagt, das Wetter hier so scheiße. Und wir fliegen jetzt nach Mallorca. Und ich gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Brauchen jetzt mal Urlaub. Langt jetzt. Ja, Scheibenreiniger offensichtlich. Oder Konzentrat. Und ach, guck mal, hier kannst du sogar steuern hier hinten. Was? Ja. Das ist ein bisschen unlogisch zwar, aber du, die haben schon nicht gedacht, scheiß drauf. Das ist für die, die im Kofferraum sitzen. Den gab es aber als 7. glaube ich. Also kannst du, genau, hier kannst du eigentlich noch eine Bank reinstellen, hätte ich jetzt gesagt. Ach, das sind sogar die Aufnahmen, oder? Genau. Und da liegt noch irgendwas Lustiges. Das sieht irgendwie aus wie irgendein Antriebsteil. Das gehört eigentlich zum Auto. Das gehört eigentlich um das Auto. Guck mal, wie dünn die ist. Mein Gott, ne. Was ist hier Wildes? Sollen wir das einbauen? Mein Gott. Das sieht aus wie ein Wagenheber. Ah ja, ja. Ich dachte schon. Möchte ich einfach mal sagen. Guck mal hier. Da kommt er raus, der Kumpel. Gibt's denn hier noch ekliges? Alle sind auch die Oh, Kumpel. Alter, hier. Heu und alles. Doch, kann ich. Ja, spannend. Guck mal, was macht mich das Ding jetzt zurückklappe, wie das schaut. Pass mal auf. Alter. Ein Sandsturm in der Karre. Mega, ne? Übel, du kannst auch gut. Die Heckklappe ja einzeln, also die Scheibe einzeln öffnen und so. Ja. Also ich finde das mal richtig geil, das Ding. Super geil. Weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt. Haut's mal in die Kommentare, Leute. Würde mich mal interessieren. Es gibt ja einige, die das scheiße finden, ne?
wenn es nicht knallt und scheppert. Es gibt aber halt genauso viele, die es feiern, wenn es qualmt und stinkt. Naja. Oh ja. Ah doch. Doch, man sieht es schon ein bisschen. Kannst du mal Gas geben? Ich will mal schnüffeln. Nee. Kunde. Zwei Atemzüge und du bist tot. Nee, geh ich ganz normal nach Diesel. Boah. Ah, das Design ist auch geil, ne? Übertrieben. Fühl ich schon. Das ist halt voll 80er, ne? Ja. Das war halt modern hier mit so einem komischen... Und die Farben und so. Mit den Linien und mit bunten Farben. So türkis hier. Mega. Das Einzige, was halt kaputt war, war hier drüben auf der rechten Seite Kollege Radlauf hier. Ah ja. Und hier von Diesel. Die Kunde von daneben schwabern hat sie ganz noch immer weggelöst. Musst du eigentlich genauso lassen. Eigentlich sauber machen, Klarlack drauf, geil. Ja. Und eigentlich auch hier so ein Anschluss hier an der Tür. Ja, es passt auch zum Auto, ne? Es muss ja nicht aussehen. Eigentlich, ja, normal ist das, dass du nicht mal sauber machen. Eigentlich musst du den genauso süffig lassen, wie es ist. Ich sehe den schon, ich sag dir so, wie es ist. Ich sehe ihn schon irgendwo Richtung Norden über eine Pferdeweide fahren. Mhm. Da sehe ich den schon, mit dem Hänger hinten dran und dem Gaul drin. Ja. Geil ist das Auto überhaupt. Ich glaube, 3,5 Tonnen geht hier easy. Da muss ich mal gucken. Ja, wer so gut befindet, dann Rico ist schon wieder zu dumm. Ja. Ah, ja. Geil. Das Getriebe dort hinten alleine schon. Alter, da drinnen kannst du Fußball spielen dort hinten. Ja. Alter Verwalter, das kannst du ja fast hier vorne rausheben. So viel Platz ist dort. Das ist ja nicht normal. Das ist ja mal geil. Vor allem sieht das ja aus wie neu. Ist dir das schon mal aufgefallen, du? Hm? Guck mal die Glocke an, ne? Ja. Die ist ja ins Verhältnis zum Rest sehr sauber, ne? Stimmt, ne? Das ist der Wischwaschenbeutel, Alter. Das ist auch zu. Ach ja, hier wie beim Lancia, ne? Naja, beim Lancia hat es eine andere Funktion, ja, aber das wäre jetzt hier Wischwasser einfach nur. Oh, krass. Oder nee, warte mal. Nein, stopp! Stopp. Das ist der Intercooler, ne? Kann das sein, dass er das auf den Ladekühler schießt? Ach so. Ja, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal kurz glotzen. Wie geil das ist. Genau, nee, das ist Wischwasser hier oben. Hier oben ist Kühlmittel, Batterie, drüben Luftfilter, BFK. Servo müsste man jetzt mal gucken. Dort ist Servo, genau, nee, das ist hier. Der ist ein Intercooler, klar, logisch. Der befeuert sein, benässt sein Ladeluftkühler, würde ich sagen. In der Theorie. Das ist halt wahrscheinlich für immer, ne? Für die Ewigkeit, ne? Zu geil! Ist wirklich die Servopumpe so niedlich. Ich glaube, die ist mit die kleinste Servopumpe, die ich je gesehen habe. Goldig. Damit kannst du bestimmt aus der Kalten einfach irgendwo hinfahren. Ja. Das Lenkgetriebe ist ganz schön undicht hier, würde ich sagen, so wie das aussieht. Dann läuft's raus, aber das ist, glaube ich, egal. Das erkennst du euch. Aber ansonsten ist das immer schweinegeil. Weil da müsste ja irgendwo eine Ladeluftkühlung haben. Die sehe ich jetzt hier aber nicht. Was ist das dann für ein Beutel hier? Stehen hier drauf? Oh, was, Alter. Die Deko. Was, der undicht? Wieso, nö? Ja, das kommt von oben, ja, okay. Ich weiß nicht, ob man den mal aufdrehen kann hier. Den Kollegen. Ah! Scheiße, nee. Da war aber länger keiner dran, würde ich sagen. Na klar, typisch Enrico. Den kann man ja hier abnehmen, den kannst du wahrscheinlich mit nach Hause nehmen, den Kollegen. Was macht denn der hier? Ich kann hier was Bett hängen. Na, ich bin jetzt nie ganz sicher, ob das jetzt hier für die irgendeine Ladeluftkühlung ist, das Ding hier. Weil hier scheint nur eine Pumpe dran zu sein, hier. Hier ist eine kleine Pumpe, die wird hier irgendwie angestromt. Hier geht ein Schlauch weg. Wild. Und der wird abgezweigt. Nee. Geht hier rein, doch? Ja. Warte mal ganz kurz. Dann geht er hier unten. Ah ja, und dann ist es wie Wischwasserfüllschein, ja. Perfekt. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Ja, das ist halt wild, ne? Aber der Lader, Alter, ist das dein Ernst? Wo ist er? Ja, der ist ja, also, der sieht ja aber echt mini aus. Wenn mal hier, die Verrohrung ist ja immer geil. Und das nenne ich mal eine Downpipe. Alter, hier ist man nicht mal ansatzweise ein Cut. Alter, da ist noch ein Flexrohr.
Guck mal. Oh geil, das muss ich behalten, das Ding. Wenn ihr Gretas Albtraum sucht, dann steht er jetzt hier in Dresden bei uns in Heidenau bei der Autogesellschaft ein. Jetzt mal ohne Mist, ne? Also ich weiß nicht, ob unter dem Blech noch irgendein Cut ist. Oder den Guard hier, ne? Ach ja, da. Ne? Aber wenn da keiner ist, ist das geil. Das würde dann auch den Qualm erklären. Ja. Vielleicht so ein bisschen, ne? Alter, geil. Ah, es kann schon sein, ne? Als das Baujahr und so. Und wir müssen nochmal ins Baujahr gucken, da stimmt was nicht. Ich glaube, das Ding war älter. Ja, wäre mir eigentlich egal, weil gibt's noch Hartzulassung, das ist mir völlig Wurst, was dort für eine Euronorm hat, die Bude, ne? Haft das Qualm durch, das Ding. Und vor allen Dingen, was die hier eigentlich noch für Lader dran bauen können, das würde mich ja auch mal interessieren. Guck mal, hier ist ja noch ein Haufen Platz. Geht nur die Klimaanlage lang, aber Platz ist hier ohne Ende, ne? Zu geil. Junge, ich hab da schon wieder was Geiles gekauft. Und, wie findet ihr das? Ich feier das. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, so ein Diesel. So ein altes Geländeschwein. So eine Dieseljauche. Aber wir machen jetzt nochmal an. Mit dem hab ich mal Bock, ne? Vielleicht gibt's irgendeinen von unseren YouTube-Abonnenten oder Leuten, die uns folgen, abonniert haben oder gucken. Vielleicht gibt's hier irgendeinen in der Nähe, der irgendwo ein Feld oder einen Acker hat, wo wir mal langplatzen können. Oh, sehr cool, ja. Das wäre aber geil, oder? Das ist so der Moment, ne? Wo ich wieder weiß, warum ich den ganzen Rotz mache. Mhm. Genau wegen so einem Scheiß. Vielleicht belohne ich mich ehrlicherweise immer so ein bisschen selbst damit. Ja. Und freue mich dann umso mehr, wenn es ihn gibt, der genauso bescheuert ist. Den ganzen Tag nur. Den ganzen Tag würde ich ja in den linken Außenspiegel klotzen und gucken, wie es qualmt. Zu geil. So, komm. Oh, hier liegen noch ein paar Unterlagen. Ach, guck mal, ist das eine Schleppstange hier? Was ist denn das? Zum Abschleppen? Das sieht gefährlich aus, ja. Ui. Nee, weißt du, was das ist? Hier. Petter, hä? Die spanische Variante davon. Ach so. Ja, ja, ich glaube, hier so hier. Ja, ja, okay. Hm. So. Lenkerschloss. Dann irgendwie, nehme ich mal an. Ach, könntest du, würden die Spanier wahrscheinlich auch zum Abschleppen nehmen, so ein Ding. Geht bestimmt auch klar. Alter, geil. Hab ich noch nie gesehen, so eine Variante. Ich mag die Spanier, mir gefällt das. Was ist denn hier noch? Oh, Scheckbuch. Alter, eklig. Service, oder? Ja, scheint so. Ach nö, ne? Ja. Ja, ja, gut, okay. Hm. Schade eigentlich, ne? Das wäre jetzt noch Jackpot. Ah, ja, gut. Bei dem Auto wäre mir das völlig Wurst, Alter. Was ist das für ein Vieh? Ein Elefant? Ein Elefant, Kunde. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger mit der Mama, die guckt schon ganz böse. Ja, wir gehen jetzt besser. Tschüss!